Auch hier darf ich Ihnen zunächst die Punktrichter vorstellen. Die drei Herren, die diesen Kampf am Ende zu werten haben, wären Stephen McFarlane, Ertekin Arslan und Abdul Rahman El Reyes. Zu den Kämpfern in der roten Ecke beginnen wir. Er ist 22 Jahre alt, 1,85 Meter groß, bringt genau 88 Kilogramm auf die Waage. Der französische Meister aus dem Oceans Fighters Gym in seiner Ecke, Thierry Muccini. Sein Rekord, 10 Kämpfe, 10 Siege, 4 davon vorzeitig. Aus Bordeaux in Frankreich, Ibrahim Khalid. Die blaue Ecke, 29 Jahre alt, 1,89 Meter groß, bringt genau 90 Kilogramm auf die Waage, war WBC Juniorenweltmeister, kommt aus dem Steko Sportcenter. In seiner Ecke Pavlica Steko, Ivan Steko, Robin Reimer und Ulf Rabetke. Sein Rekord, 14 Kämpfe, 13 Siege, 5 davon durch K.O. bei einer Niederlage. Aus München, Flamur Mehmeti. Ringrichter dieses Kampfes, damit Chef im Ring, Goran Filipovic. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Kampf. WKU Europameisterschaft im Super Cruiserweight, Super Cruiser Gewicht, Kickboxen, Vollkontakt zwischen Flamur Mehmeti und Ibrahim Khalid aus Frankreich. Und neben mir sitzt die Ex-Profi-Weltmeisterin Marie Lang. Und ich dachte, ich hole sie einfach mal mit dazu. Hallo Marie. Hallo Daran. Schön, dass du neben mir sitzt hier. Und ich dachte mir, wir schauen uns mal den Kampf hier gemeinsam an. Aus einer anderen Perspektive, nicht wie früher. Ja, und es geht hier schon gleich zur Sache. Flamur Mehmeti knallt gleich die Fäuste rein. Ibrahim Khalid ist französischer Meister aus dem Gym The Ocean Fighters. Flamur Mehmeti kommt aus dem klassischen Boxen, war WBC Juniorenweltmeister. Gewann jetzt zuletzt gegen Marco Hrovac nach Punkten. Nach seiner Niederlage gegen Dario Kadic, die sehr überraschend war, wo er nach einem grippalen Infekt hier mit Fieber in den Kampf kam und reingelaufen ist. Nun will er wieder alles gut machen. Ja, Marie, was sagst du? Wie sieht Beginn der ersten Runde an aus? Ja, hohes Tempo direkt. Viel am Boxen. Klar, Flamur ist natürlich stark im Boxen, aber sein Gegner setzt auf jeden Fall nach, ne? Sehr gut, ja. Ist schön anzugucken. Und aus der Ecke kommt Wee, wie gut. Flamur ist fokussiert, macht den Druck hier. Ein versuchter, gedrehter Kick. Jetzt hat er ihn in der Ecke, lässt ihn aber wieder raus. Flamur Mehmeti, wer ihn kennt, der weiß, er sucht auf den richtigen Moment und gerade so Treffer zur Leber und sowas, so wie jetzt. Und eine rechte gerade hinterher. Ja, Flamur arbeitet aus der Offensive heraus. Druck hier die letzten 30 Sekunden laufen. Geht ihm aber immer gut hinterher. Ja, schön Fuß weggezogen. Ja, Marie, wie ist es denn jetzt, so das Ganze so zu beobachten, nicht selber im Ring zu stehen? Ja, auf jeden Fall viel entspannter, ne? Super erste Runde.
Ja, man sieht hier auch im Hintergrund das Plakat 35 Jahre Stekus Fight Night. In der Rudi Sedlmayr-Halle am 18. November. Eine Jubiläums-Fight Night. Und vorhin hat man schon Witze gemacht. Ja, werden denn alle alten Kämpfer wiederkommen, als Überraschungsgäste und dann kämpfen? Aber ich glaube nicht. Comeback. Wäre natürlich witzig, aber... Für alle anderen. Für alle anderen. Ja, gute erste Runde für Mehmedi. Mal schauen, ob Kali hier auch, Ibrahim Kali, diesen Druck standhalten kann. Ist 22 Jahre jung aus der Bordeaux. 10 Kämpfe, 10 Siege. Ist natürlich eine sehr gute Bilanz. High Kick mal reingezogen von Kali. Ja, Marie, was machst du denn jetzt? Erzähl mal. Ja, ich habe mir erstmal so eine kleine Kickbox-Pause gegönnt, tatsächlich. Und, auch gar nicht trainiert? Nee, ich war richtig faul. Auch mal ganz gut. Das tut auch mal gut, das ist auch mal wichtig, glaube ich, für die Nerven. Absolut, ja. Und umso schöner jetzt mal am Ring zu sitzen, ganz entspannt mit dir. Ja, Mehmedi macht es sehr gut. Hat ihn jetzt an den Seil und bearbeitet ihn. Und das ist anstrengend, immer wieder so einen Druck entgegenzuhalten. Viele Fußfeger. Zumindest versuchte Fußfeger. Und er trifft jetzt auch mal. Meti wartet, bis die Leber frei wird. Eine Minute noch. Oh. Da hat er gezuckt kurz. Und schöner Treffer zum Kopf. Was für ein Haken, Mehmedi hat das erkannt und gleich nachgesetzt. Goran Filipovic zählt ihn an und er kommt hoch, aber ist nicht ready to fight. Er bricht ab, Goran Filipovic bricht den Kampf ab. Flamme Mehmedi gewinnt durch K.O. in der zweiten Runde. Schön. Schön. Da ist die Freude groß. Er hatte so eine Anspannung. Er wollte zeigen, er ist wieder da und er hat es getan. Das ist gut für Selbstbewusstsein wieder, das tut gut. Auch wieder als Bestätigung, man kann es. Ja, Kali konnte den Druck einfach nicht standhalten. Und ist dann reingelaufen letztendlich. So kann es gehen, oder Marie? Ja, so schnell kann es gehen. Ja, genau. Du wolltest noch mal erzählen, was du jetzt machst. Also nachdem du jetzt aufgehört hast und dir eine künstlerische Kickboxpause genommen hast, hast du jetzt wieder angefangen, oder, zu trainieren? Genau, ich bin jetzt doch wieder bei den Stekus im Training. Und was heißt doch? Wärst du woanders gegangen? Natürlich nicht. Aber nach so einer etwas längeren Pause... ja, hat man dann doch wieder Lust, ein bisschen das zu trainieren. Da kann ich dir auf jeden Fall Bestätigung geben. War bei mir ähnlich. Ich hatte gar keinen Bock erstmal. Aber nach 20 Jahren darf man das auch mal ruhig sagen, wenn man dreimal am Tag trainiert, 2 bis 3 Mal am Tag, 6 Mal die Woche für Vorbereitung, dann ist es einfach hart. Wir kommen jetzt zum Urteil. Und man sieht das Strahlen bei Flamme und Mehmedi.
er freut sich. Er zeigt auf seine Coaches. Flamur Mehmeti. Zweite Runde Winner bei TKO. Und damit Europameister. Und auch Kali lässt sich feiern hier. Grinst und lächelt.